Ihr habt mich im letzten Livestream gefragt, was denn SDL-Flix für eine Webseite ist und ob man der trauen kann. Und auf diese Fragen möchte ich gerne in diesem Video eingehen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Macorama.de. Ihr seht schon, ich habe hier einiges auf der Werkbank stehen und alles, ausnahmslos alles, was ihr hier sehen könnt, ist von SDL-Flix. Da muss ich sagen, die Jungs geben echt Gas, aber fangen wir erstmal vorne an. Was ist denn überhaupt SDL-Flix? Nun, ich bin aufmerksam geworden, als ich auf Instagram ein bisschen rumgesuchtet habe und habe da auf einmal eine Anzeige von denen gesehen und dachte so, hey, das sieht eigentlich ganz cool aus, was die da gedruckt haben. Wo kriege ich die Dateien her? Und bin dann auch ruckzuck auf der Webseite gelandet. Das Problem ist nur, auf der Webseite selbst bekommt man nicht wirklich viele Informationen. Man bekommt halt das Preismodell von denen angezeigt, also Privatmodell für ein monatliches Abo, das geschäftliche Modell, dass man also die Lizenzen kommerziell verwerten darf, das auch im monatlichen Modell. Und dann gab es eine Lifetime-Lizenz entsprechend, die auch erstmal sehr verlockend klang, wobei man dann aber auch so ein bisschen stutzig wird und sagt so, Moment mal, was ist, wenn dahinter dran gar nichts ist und das alles nur ein Scam ist? Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe versucht herauszufinden, ob das denn alles wirklich legitim ist, ob das denn auch wirklich alles seriös ist und habe mir verschiedene Berichte im Internet durchgelesen, habe mir Videos angeschaut, das eine oder andere, was es bis dahin erst gab und habe natürlich auch mir mal auf Kals3D zum Beispiel bin ich fündig geworden, da haben die Jungs nämlich auch das ein oder andere Modell zum Kauf angeboten und das hat bei mir insgesamt den Eindruck erweckt, dass ich gesagt habe, okay, ich warte das Ganze mal und kauf mir mal einfach die Lifetime License. Die Links zu den Berichten und zu den Videos packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung, genauso wie den Link zu SDL-Flix. Und als ich dann die Lifetime-License hatte und in die Bibliothek endlich rein konnte, da bin ich quasi fast überrannt worden, weil die haben da mittlerweile so viele Modelle drin seit den letzten Monaten und es werden von Woche zu Woche mehr. Auf der Webseite geben sie das Versprechen ab, dass sie jede Woche neue Modelle rausbringen und das haben sie in der Zeit, wo ich das Ganze jetzt bisher abonniert hatte, wirklich nicht nur gehalten, sondern teilweise finde ich sogar übertroffen. Gerade jetzt in der Halloween- und Weihnachtszeit werden da wöchentlich Newsletter rausgeschickt, teilweise sogar zweimal die Woche Newsletter rausgeschickt mit neuen Modellen, die ich ziemlich cool finde, wie zum Beispiel bei diesem kleinen Astronauten hier. Ich weiß, ihr kennt das schon aus dem Weihnachtsgeschenk-Video und aus dem Kurzvideo, deswegen mache ich es kurz. Ihr könnt da eure Brille draufpacken. Das Ganze druckt sich in Einzelteilen, könnt ihr wunderbar zusammenkleben. Natürlich am besten mit unserem Playgroup, kommt bald in den Handel, ich verspreche es euch. Ist bald soweit, wir sind gerade in den letzten Stufen, dass wir das Ganze im Handel haben. Und dann könnt ihr das Ganze auch kaufen und auch damit kleben. Aber ich muss sagen, druckt sich wirklich genial. Und dann könnt ihr hier das Visier vorne in Kupfer, in Bronze, Gold oder was weiß ich drucken. Und könnt es einfach draufkleben, wo rot ist. Ihr könntet auch rein theoretisch hier hinten den Rucksack separat drucken oder die Handschuhe nochmal separat in Weiß oder sonst was drucken. Weil ihr könnt die einzelnen Teile später dann zusammenkleben. Sieht wirklich cool aus. Ist einfach bedruckt, dauert ein paar Stunden und dann ist das Ding durch. Ich drucke die Teile mittlerweile am laufenden Band. Ich biete sie auch auf Etsy an. Also für diejenigen unter euch, die sagen, okay, ich habe noch keinen 3D-Drucker. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Ganze kaufen und natürlich auch bei uns auf der Macorama-Webseite. Dann habe ich mir überlegt, okay, was kann man denn sonst noch drucken? Und ich habe dann erstmal so in Richtung Weihnachten geschrieben, weil wir jetzt gerade in großen Schritten auf Weihnachten zugehen und bin dann erstmal bei den Michteln aufmerksam geworden, weil die gerade im Newsletter drin waren. Und ich muss sagen, die habe ich jetzt hier in 3D-Experten Silky Kupfer PLA gedruckt oder auch hier in dem Filamentum Vertigo Starlight oder aber auch hier in dem High Gloss PLA Color Morph Pink und Yellow von Form Futura. Und das sieht echt genial aus. Das erste, was ich von denen aber gedruckt habe, war, als ich auf der Suche nach einem kleinen Modell war. Und zwar habe ich von der Recyclingfabrik, von den Jungs von der Recyclingfabrik, eine Filamentprobe mitbekommen. Einfach, dass ich mal Probe drucken kann, wie das Material von denen ist. Und habe dann erstmal den Drachen hier gedruckt. Den habe ich ein bisschen kleiner skaliert, damit das von dem Material, was die mir mitgegeben haben, ausgereicht haben. Ich habe anscheinend noch ein bisschen zu viel Info drin gehabt, deswegen ist mir hier oben das Material ausgegangen. Aber ich muss sagen, der sieht erst echt cool aus, ist Print in Place, kommt also so wie es ist. Und selbst auf Mini, der noch relativ, naja, grobe Toleranzen hat, mit 0,6 glaube ich. Ich weiß, den muss ich nochmal konfigurieren, der ist momentan noch nicht ganz so sauber. Aber selbst da ist das Ding wirklich einwandfrei runtergekommen von der Druckplatte. Und wie ihr sehen könnt, da glänzt gar nichts. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne noch etwas Größeres drucken. Und da bin ich auf diese Weinhalter aufmerksam geworden.
Die gibt es in mehreren Formen. Ich habe jetzt hier den chinesischen Drachen gedruckt. Es gibt nochmal den Oktopus und verschiedene andere Versionen, wo man die Weinflasche so rum als auch andersherum reinstecken kann. Und ich habe gesagt, okay, wenn die Weinflasche offen ist, dann möchte ich natürlich nicht immer andersrum reinstellen, sondern das ist für mich sinnvoller. Und der chinesische Drache hat mir natürlich am besten gefallen. Deswegen ist es sehr am Schluss geworden. Druckzeit waren am Schluss 41 Stunden, ein paar gequetschte. Hatte ich auch schon mal ein Kurzvideo drüber gemacht. Und muss ich sagen, ist echt ein geniales Teil. Und vor allen Dingen als Giveaway zu Weihnachten oder so für Weinliebhaber, wenn man eine Flasche Wein verschenken möchte, ultimativ genial. Für mich selbst, für die Streams, habe ich mir das hier gedruckt. Und auch wenn das oben nicht fertig ist, habe ich gesagt, okay, ich verwende es einfach, ja, weil es reicht ja vollkommen aus. Es geht nämlich darum, dass ich damit im Prinzip die einzelnen Hersteller, wenn ich jetzt mal so eine Dose hier drin habe, von dem Radler, was ich gerne trinke oder sonst was in der Richtung, einfach mal die Marke verbergen kann, damit ich da nicht für Schleichwerbung oder sonst irgendwas in der Richtung abgemahnt werde. Und auch wenn der nicht ganz fertig geworden ist, finde ich den immer noch cool. Hier oben fehlen so die letzten Schichten, weil da das Material ausgegangen ist. Deswegen ist mir das nicht so schlimm. Für mich, wenn persönlich mir braucht, reicht es vollkommen aus. Ihr könnt das Ganze natürlich auch vollständig drucken. Und es gibt noch verschiedene andere Modelle, zum Beispiel als Wikingerkrug oder aber auch als so ein Kelch mit einem Drachen dran und so in Richtung. Das werde ich mir natürlich auch nochmal drucken, damit es hier zu dem Thema passt. Und da passt auch, glaube ich, die große Dose rein, die dann ein bisschen oben abgedeckt ist. Das gucke ich mir nochmal an und dann gibt es natürlich dazu auch nochmal ein Kurzvideo. Wer also die ganzen Kurzvideos nicht verpassen möchte, abonniert bitte den Kanal. Das würde mir natürlich super weiterhelfen. Dann habe ich ein spezifisches Problem. Wir haben sehr viele Bücher bei uns hier zu Hause. Und da habe ich gedacht, okay, ich gucke mal ein bisschen nach, was ich nutzen kann in Sachen Buchorganisation. Also Lesezeichen und sowas in der Richtung. Und da haben die auch jede Menge Zeug. Mindestens 20 Modelle, würde ich mal behaupten. Unter anderem diesen kleinen Astronauten mit seinem Mond. Den kann man hinstellen und dann kann man das Buch oder die Bücher hier zwischendrin organisieren. Ist mega genial, finde ich. Kommt in verschiedenen Teilen daher, muss man dann auch wieder zusammenkleben. Aber tut seinen Zweck und ist wirklich schön, finde ich. Und auch ein toller Hingucker, wenn man sich das Ganze unten auf die Vitrine stellen möchte, um dann ein paar Bücher zu organisieren. Also einfach mal mitten in den Raum rein oder aufs Regal, auf die Kommode. Ist mit Sicherheit ein Hingucker und finde ich echt toll. Und dann habe ich noch was entdeckt, das habe ich erst letztens im Livestream, glaube ich, gesehen und habe es mir direkt markiert und als Lesezeichen gespeichert. Und zwar diesen kleinen Drachen hier. Den finde ich mega süß, den finde ich super. Vor allen Dingen aber auch, weil da genau der Mekorama-Kugelschreiber reinpasst. Und das Ding kann man sich natürlich auf den Schreibtisch stellen. Wenn man jetzt einen etwas dickeren Kugelschreiber hat, ja, wie ich zum Beispiel mal hinten den einen oder anderen, oder zum Beispiel ein Edding oder so Richtung, die passen hier leider Gottes nicht rein, da muss man das halt ein bisschen höher skalieren. Druckzeit sind, glaube ich, 5 bis 6 Stunden, je nachdem, wie schnell euer Drucker druckt. Ich denke mal, mit dem Creality K1 oder mit dem Bambu-Drucker werdet ihr mit Sicherheit ein Stück schneller sein als jetzt der Mini, der MK3, der hat es bei mir gedruckt. Aber ich muss sagen, ich bin super zufrieden, wie das Ganze rausgekommen ist. Man kann das Ganze natürlich noch mal ein bisschen bemalen, das habe ich auch schon gesehen bei denen. Die haben hier den Drachen so mit so einer Glitzerfarbe bemalt, hier hinten die Finnen noch mal ein bisschen anders bemalt und hier unten die Wolke oder so, oder das Wasser in Weiß oder in Blau. Sieht mega cool aus. Und muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen kann ich so meinen Lieblingskugelschreiber dann auch im Schreibtisch schön noch ein bisschen darstellen. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Muss nicht immer so was Langweiliges sein, dass es so, naja, nur nach der Form nachgebaut ist. Das ist wirklich schon so ein bisschen Kunstobjekt, was man auch gerne mal auf dem Schreibtisch stehen hat und sich gerne anguckt. Und dann, ihr kennt's, diesen Spiral Container. Den finde ich auch mega genial. Da gibt es verschiedene Varianten davon, entsprechend mit verschiedenen Mustern hier drumherum. Mit keltischen Mustern und. Ist hier oben über ein Gewinde verschlossen. Dann kann man natürlich Kleinkram hier reinpacken. Kennt ihr schon aus dem letzten Video. Aber muss ich sagen, ist auch eine coole Sache. Druckt allerdings nur ziemlich lange. Da habe ich jetzt insgesamt fast einen Tag dran gedruckt. Ja? Also jedes Teil ungefähr 5 bis 6 Stunden. Das dauert natürlich, je nachdem wie eure Settings sind und wie euer Drucker, wie schnell euer Drucker druckt. Aber ich muss sagen, bin happy damit, wie das Ganze rausgekommen ist. Und es ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Von daher finde ich das cool. Und ich muss sagen, ja, STL-Flix lohnt sich. Leider gibt es momentan diese Lifetime-License nicht mehr. Es gibt momentan nur noch das private und das geschäftliche Abo. Wenn ihr also die Objekte hier entsprechend alle haben wollt und die auch verkaufen wollt auf Etsy oder in eurem privaten Shop oder so in Richtung, dann braucht ihr natürlich eine kommerzielle Lizenz. Wenn ihr sagt, okay, ihr braucht einfach nur die Dateien für euch selber zum Drucken oder vielleicht um ein paar Sachen für Weihnachten davon zu geben, dann reicht natürlich die private Lizenz aus. Und ihr findet unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link.
wenn es gut geht, habe ich von den Jungs bis dahin schon entsprechend einen Affiliate-Link bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und natürlich vielen lieben Dank an meinen Sponsor und an meine Patreonen, die diese Videos überhaupt möglich machen. Und damit hodl's rein, happy printing und ciao.